Yum, yum. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Tengami. Dieses Spiel wird relativ kurz werden, so wie ich gelesen habe. Also Spielzeit soll wohl zwischen 1,5 und 2 Stunden bloß liegen. Aber ich habe auch gelesen, es soll wohl ziemlich schön sein. Es handelt sich dabei um einen, sagen wir mal, Puzzle-Plattformer, vielleicht sowas in die Richtung. Und zwar im Stil eines japanischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Klappbuch halt. Es gibt irgendeinen japanischen Namen dafür, ich kenne mich leider nicht so aus damit. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich habe gelesen, es soll wirklich jedes Level so sein, dass man es im Prinzip auch nachbasteln könnte. Bin ich gespannt, wie es so werden wird. Geschichte ist, glaube ich, relativ minimalistisch. Es geht um einen sterbenden Kirschbaum und wir müssen ergründen, was mit dem Kirschbaum los ist. Schauen wir mal rein, wie es so wird. Klar, warum nicht? Los geht's! Und das ist das Buch, mit dem wir starten. Ah, wie cool. Zum Öffnen ziehen. Träume. Okay, jetzt kriegen wir die kleine Einleitung hier in das Spiel, wie die Mechanik funktioniert. Es wird also immer angezeigt, was man verändern kann. Okay. Verblassen. Und da endet die Musik mit einem Schlag. Vergangen? Der Baum sieht nicht mehr so gut aus. Okay, da haben wir unseren Protagonisten zum Betreten anklicken. Also wir können ihn nur indirekt steuern. Oh, er sieht auch interessant aus, wenn man so auf ihn drauf guckt. Er ist also auch nicht mehr, er ist bloß aus Papier gebastelt. Gut, schauen wir es uns mal an. Wir müssen also ergründen, was mit dem Kirschbaum passiert ist, warum er denn jetzt gestorben ist. Und damit geht's los. Zum Gehen anklicken. Gut, soweit ist klar. Am Anfang ist es jetzt halt erstmal noch relativ einfach, sicherlich. Der große böse Wolf. Oh, der sieht auch ziemlich grimmig aus. Können wir irgendwas mit dem machen? Nicht so wirklich. Doch, er regt sich auf, wenn wir ihn anklicken. Okay. Also man sieht auch am Cursor, ob man irgendwas benutzen kann, wie es aussieht. Gut, wir gehen einfach mal an ihm vorbei, würde ich vorschlagen, ne? Ich würde bloß mal ganz kurz gern gucken, was das hier oben ist. Ich nehme mal an, das Menü. Aha, ja genau. Okay. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Und stehen vor unserem ersten Hindernis, wie es aussieht. Zum Ziehen mit dem Mauszeiger ziehen. Ja, das ist gut formuliert. Okay. Ja, das war jetzt zu erwarten. Natürlich. War doch logisch, dass das passiert. Oh, die Wölfe sehen alle nicht so gut aus hier. Die sehen alle etwas grimmig aus. Okay, also ich habe auch gelesen, einige haben sich darüber beschwert, dass die Laufgeschwindigkeit unseres Protagonisten etwas zu langsam ist. Mal sehen. Also wenn es jetzt so ist, finde ich es eigentlich noch okay. Gut, war jetzt ein unglaublich schweres Rätsel. Wir müssen die Brücke ausklappen. Aber es ist doch ein sehr stimmungsvolles Bild, das hier gezeichnet wird, mit der Musik auch noch dazu, die sich ziemlich gut einfügt, finde ich. Also ist schon ein schöner Kunststil, den sie hier so hingekriegt haben. Gefällt mir. Der Wolf kommt mit. Okay. Ich nehme mal an, wir werden keine direkten Gefahren jetzt erleben, oder? Also es wird, glaube ich, immer bloß darum gehen, irgendwie voranschreiten zu können. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, ob wir einfach hier hochgehen können. Scheinbar nicht. Das fand ich jetzt aber nicht so nett. Lass mal schön offen hier.
Oh, du traust dich was. Klappt er mir das zu? Okay, wir müssen irgendwie erstmal den Wolf ausschalten. Können wir uns hier auch Tipps holen, weil hier das Fragezeichen drin ist? Ah ja, Tipps anzeigen. Nee, das wollen wir natürlich noch nicht. Also wir wollen es natürlich erstmal selbst probieren. Ah, er hört sofort auf zu knurren, wenn wir hier das ausfahren. Ich dachte ja, dass er vielleicht durch das Knurren noch abgelenkt ist. Aber nein. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir manipulieren können? Nicht wirklich, ne? Aber vielleicht können wir erstmal dran vorbeigehen hier. Vielleicht haben wir hinten was, das uns helfen kann. Sieht auch cool aus mit diesen Löchern hier in den Ebenen, ne? Ist halt wirklich alles, als ob's von Papier in der Hand geschaffen wäre. Von Papier in der Hand, was quatsch ich denn? Aus Papier von Hand. Gut, gehen wir erstmal hier weiter. Vielleicht können wir da erst später dann reingehen, sobald wir den Wolf mal losgeworden sind. Mit dem Glockenspiel vielleicht. Okay. Für jeden Wolf ein Glockenspiel? Ein Glockenton? Mal schauen, vielleicht bleibt er ja jetzt hier. Ja, er sieht nicht so aus. Sie fahren sich immer wieder ein. Ich weiß halt nicht, ob die bei bestimmten Kombinationen draußen bleiben. Sieht aber nicht so aus, ne? Ich schau mal, ob wir einfach rübergehen können und ob er hier... Ne, er bleibt nicht. Okay, das war jetzt die Frage, ob er denn hier bleibt oder ob er wieder mitkommt. Er kommt wieder mit. Danach können wir auch nichts mehr damit machen. Die fahren sich aber wirklich erst ein, wenn wir alle vier rausgefahren haben, ne? Müssen wir vielleicht wirklich die richtige Kombination finden. Das war sie offenbar nicht, oder? Nee. Mir ist auch aufgefallen, manchmal kommt hier diese Kringel drumherum und manchmal nicht. Ah, ich glaube, jetzt haben wir die richtige, oder? Das war falsch. Okay, also erst unten rechts, oben links, dann oben rechts und dann unten links. Probieren wir es mal. Das sieht gut aus. Ah. Und schon heult er auch. Ich glaube, wir haben den Wolf befriedigt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt sollten wir ganz in Ruhe hier drüben hochgehen und auf die nächste Ebene schreiten können. Gefällt mir. Niedlich. Ist halt jetzt kein actiongeladenes Power-Game, sag ich mal, ne? Sondern ist halt sehr ruhig und entspannt. Fast schon meditativ. Aber man muss ja nicht immer so die unglaublichen Action-Games spielen jederzeit, ne? Man kann ja auch mal sowas spielen. Gut, schauen wir, was uns im nächsten Abschnitt erwartet. Die Szene fällt. Und die nächste Szene erwartet uns. So ein kurzer Weg und ich nehme an, es wird nicht so einfach sein. Da wird uns gleich wohl wieder irgendwas in die Quere kommen. Nicht? Das ist überraschend. Okay, ich hätte gedacht, uns stört jetzt jemand. Aber gut. Weiter geht's. Ha, cool. Mir gefällt auch dieser räumliche Effekt, wenn die Kamera sich ein bisschen dreht. Das ist schon witzig. Okay, ich nehme an, wir werden nicht einfach durch das Tor kommen, ne?
schauen wir uns mal links und rechts ein bisschen um. Schließlich geht's hier runter. Also wir haben was Weißes und was das Weiß und Schwarz ist. Vielleicht müssen wir uns das ja merken. Behalten wir es mal in Erinnerung. Also entweder müssen wir die Zeichen jetzt irgendwo wiederfinden oder vielleicht müssen wir auch das ganz Schwarze noch finden. Weiß? Was haben wir denn hier? Ist das ein Brunnen? Oder was haben wir hier? Okay, Perspektivwechsel, aber... Ah, okay, wir können es umklappen. Das war jetzt überraschend. Okay, wir haben noch einen Perspektivwechsel erlebt. Wir schauen jetzt quasi eine Etage weiter nach unten. Okay. Interessant. Gut, lassen wir das Wasser mal wieder hoch. Und schauen mal, was wir da erhalten. Ah, du hast ein Wappenteil gefunden. Siehst du mal, das ist das fehlende Stück. So, dann klappen wir das wieder rum und gehen mal wieder zurück. Und damit können wir das Wappen jetzt vollständig machen. Das Schwarze war kein Teil irgendeines Zeichens, sondern es war das fehlende Wappenstück, sozusagen. Gut, so geht's auch. Sieht ja bald aus, als ob er zu seinem Herrscher hingehen würde, oder? Sieht ja fast aus wie so ein Herrscherpalast. Oder wie der Eingang dazu, wobei dahinter ja auch noch Wald ist. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So, rein damit. Und Sesam, öffne dich, hoffe ich doch. Ja. So, müssen wir die andere Seite auch noch aufmachen? Nein. Aber er kann nicht durchgehen, wie es scheint. Ah, okay, wir müssen wieder die Perspektive ändern. Okay. Hinein ins Haus. Vielleicht ist das auch ein Teehaus. Könnte auch sein. Wir werden sehen. Das ist cool hier oben. Eine der Blüten. Okay, lass uns mal runtergehen. Ach, wir kommen noch nicht runter. Okay. Wie kommen wir denn dahin? Ist die Frage. Von draußen? Könnte das sein? Schauen wir mal. So, wieder der Szenenwechsel. Vielleicht kommen wir irgendwie von draußen ran. Schließlich geht es ja hier auch noch ein bisschen zur Seite in den Garten. Da muss ja schließlich auch noch was sein. Wird schon nicht ohne Grund hier noch einen Weg weitergehen. Aha, hier hinten ist noch was. Ein Geheimgang. Ein Geheimgang. So, so. Schaffen wir mal alles aus dem Weg, was uns hier stören könnte. Und dann sollten wir hier doch problemlos lang gehen können, eigentlich. Ist auch interessant, dass er ausgerechnet hier hinten drüber geht, anstatt einfach hier vorne lang zu gehen. Aber gut, soll er halt machen. Nee, warte mal. Siehst du mal, die Treppe hilft uns nach oben gleich. Gut. Okay. Ah, das ist ja cool. Das sieht stark aus hier. Also so ein Klappbuch zu haben, da hat man dann schon echt ein Kunstwerk, ne? Das wäre bestimmt ziemlich teuer, wenn man so ein Klappbuch hätte. So, schauen wir mal, ob wir jetzt schon direkt da sind und unten reinkommen. Na, wirst du wohl. Nee, noch nicht. Moment, ich muss mich mal kurz im Kopf kratzen, es krabbelt unterm Kopfhörer. So, aber hier hinten geht's doch schon wieder die Treppe hoch.
Jetzt sollten wir doch eigentlich unten ins Erdgeschoss kommen. Sieht ja auch so aus, als ob das Haus hier oben drüber wäre. Interessante Klanguntermalung. Bitte umklappen. Aha. Ah, okay, und wir kommen jetzt hier ins Innere der Absperrung, wenn wir hier hochgehen. Alles klar. Und haben damit unsere erste Blüte. Wölfe schlafen unter fahlem Mondlicht. Sie träumen. Achso, das sind jetzt mehrere Abschnitte, die wir uns hier aussuchen können, oder wie sieht das aus? Das waren drei Überschriften sozusagen. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein zusammenhängender Text. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Unter fahlem Mondlicht ist das nächste Gebiet. Also vielleicht sucht man sich dann das nächste Gebiet dadurch aus. Das könnte sein. So, können wir die jetzt wieder hier oben dranhängen? Ah. Immerhin. Ein Viertel unseres Baums blüht schon mal wieder. Na dann auf zum nächsten Gebiet. Also wenn es wirklich das ist, was ich ausgewählt habe, dann wird es jetzt Sie träumen sein.